Hey, ich bin Petra und für alle, die diesen Kanal noch nicht so lange verfolgen, ich bin nicht nur Mama, sondern auch absoluter Outdoor- und Sportfreak. Und dementsprechend wird es in diesem Video wieder einiges an Abwechslung geben. Wir gehen zum Skischuh kaufen, im Schneebiken und mit meinem kleinen Mann auf einen seiner ersten Skitage. Als kleinen Ausgleich geht's natürlich mit dem Bike in den Schnee. Schaut mal, wie schnell man da im Zeitraffer vorankommt. Schade, dass es in echt nicht auch ganz so schnell geht. Ausblick vom Gipfel mal wieder traumhaft schön. Aber dann ging es auch schon ab auf den verschneiten Trail, was natürlich nicht minder schön ist. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight, wenn der Trail nur so, ja, angezuckert ist, sag ich mal, alles so noch bis 15 cm oder so. Geht echt richtig gut. Danach ist schon eher Fatbike Arena, aber im Moment ist ja nur so eigentlich zwischen 5 und 10 cm. Und das ist echt optimal zum Fahren, halt genauso, dass man voll in Weihnachtsstimmung kommt, aber man einfach noch super Grip hat und ja, sich das so richtig besonders anfühlt beim Fahren. Den Rest der Abfahrt hinterlege ich euch jetzt noch mit etwas Musik, aber für alle, die runterfahren gar nicht so spannend finden, nicht erschrecken. Es geht auch noch zum Skischuhkauf, zum Skifahren und vieles mehr. Also das ist wirklich wieder ein bunt gemixtes Video. Scrollt einfach ein bisschen nach vorne, falls ihr den Trail nicht sehen wollt. Wieder zurück von der Bike-Runde. Die Skisachen hängen noch beim Trocknen. Also ich kann nur sagen, es ist zwar kalt, kalte Finger, kalte Zehen, aber es lohnt sich Vollgas. Ich habe schon die Hausschuhe angezogen, weil das ist echt immer das Wichtigste, finde ich, dass die Zehen wieder warm werden. Und es ist trotzdem so, so, so geil. Man sitzt in der Adventszeit viel zu viel drinnen und von dem her lohnt es sich immer rauszugehen. Und auch wenn die Überwindung davor ein bisschen da ist, danach werdet ihr es nicht bereuen. Es ist so, so gut. Also macht einfach. Ich lache bitte. Ich heiz aber fast nicht zu Hause, weil ich bin eh so selten da. Deswegen mit Jacke. Ja, habe schon immer wenig geheizt. Jetzt heiz ich noch ein bisschen weniger. Ich bin gespannt, ob ich dann was nachzahlen muss oder ob ich so hinkomme wie sonst auch immer. Und jetzt gibt es aber erstmal einen Kaffee-Chall. Mein neuester Stolz ist diese Siebträgermaschine. Der Kaffee schmeckt echt himmlisch gut, aber man muss ganz schön viel tun, bis man den Kaffee dann hat. Und ich habe noch eine Empfehlung, was Tee angeht. Ich trinke eigentlich nicht so gern Tee, aber der ist der Hammer. Also wenn ihr auch nicht so gern Tee trinkt, probiert den mal. Der ist lecker. Mag sogar mein Kleiner und der trinkt auch nicht gern Tee. Ich habe jetzt gerade fleißig rumgewuselt gemacht und getan. Aus einem Grund. Ab jetzt gibt es bei mir auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Seht ihr das? Also man kann jetzt nicht nur abonnieren, sondern ihr könnt auch Mitglied werden. Dann habt ihr ganz besondere Vorteile. Es wird dann unter anderem besondere Logos geben für euch, wenn ihr Mitglied geworden seid. Aber ich werde auch eure Kommentare bevorzugt beantworten. Und falls ihr irgendwie Fragen zu Kaufberatung, Ski, Bike oder Camping haben solltet, dann werde ich das nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ihr würdet mich natürlich sehr unterstützen, falls ihr da Kanalmitglied werden wollt. Für alle anderen, ich bin euch natürlich auch super dankbar, wenn ihr einfach meine Videos anschaut, weiterhin den Kanal abonniert. Für euch bleibt natürlich alles wie gehabt. Und es kommt weiterhin mindestens jeden Donnerstag 16 Uhr ein Video online.
Da jetzt aber nochmal für die Mitglieder. Ihr habt dann oftmals die Möglichkeit, dass ihr Videos schon vor Veröffentlichung anschauen könnt und auch eventuell ein paar Materialien, die eben nur ihr sehen dürft. Ich bin sehr, sehr dankbar für eure Treue, fürs fleißige Schauen und nach wie vor natürlich mit jedem Daumen nach oben unterstützt ihr mich und mit jedem Kommentar auch. Vielen, vielen Dank dafür, denn YouTube ist wirklich meine große Leidenschaft. Wir sind jetzt beim Sport Bittl angekommen in der Tiefgarage. Nee, im Parkhaus besser gesagt. Und ich glaube, es ist nicht die beste Idee, weil es ist schon sau viel los. Aber ich würde gerne diesen Scarpa-Schuh, den ich auf der ISPO gesehen habe, ausprobieren und eventuell gleich kaufen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Dann seht ihr mal, wie das hier so abläuft. Ich war als Kind schon immer hier und das war was ganz Besonderes für mich. Jetzt war ich ganz schön lange nicht mehr da, um ehrlich zu sein. Aber mal sehen. Weil letztes Mal habe ich meinen Skischuh schäumen lassen beim Orthopädie-Schuhmacher und es war voll Kacke. Und auf jeden Fall dachte ich, jetzt gehe ich mal dahin, wo ich früher meinen Skischuh gekauft habe. Die können den, glaube ich, auch ein bisschen anpassen. Und ja, gucken wir einfach mal, wie das so abläuft. Schlechter als das andere kann es nicht werden. Die besten Skischuh macht ein Kumpel von meinem Papa, der geht jetzt aber auch schon an die 90 zu. Und ja, irgendwie fühle ich mich komisch, ohne Papa dahin zu gehen. Aber wahrscheinlich wäre das die schlauste Wahl gewesen. Naja, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Geht schon mal gut los. Ich war offensichtlich so lange nicht mehr hier, dass ich die Skischuhe nicht mal mehr finde. Ganz früher waren die hier. Die haben dann ja mal umgebaut. Und hier ist jetzt gar nichts mehr mit Skifahren. Naja, zumindest die Ski habe ich schon mal gefunden von den Schuhen. Aber weiterhin erstmal keine Spur. Seht ihr, was ich sehe? Ich habe es geschafft. Im zweiten Stock versteckt. Das Wichtigste beim Skifahren, der Schuh. Also, den Schuh habe ich auch schon mal gefunden. Jetzt schauen wir uns mal die Kaufberatung an, wie das so abläuft. Mal sehen, ob ich euch mitnehmen darf. Die Füße werden schon mal vermessen. Nee, der Schuh passt mir nicht, den ich mir einbilde. Jetzt wird es spannend. Und so sieht mein Fuß aus. Ein Durchschnittsfuß hat es geheißen. Als ob mein Fuß durchschnittlich sein könnte. Naja, das ist schon mal gut, weil zumindest können dann viele Skischuhe passen. Ich habe allerdings halt ziemlich Probleme mit den Zehen auf der Seite. Da habe ich schon so Überbeine bekommen von nicht so gut passenden Skischuhen. Und genauso beim Sprunggelenk, beide Seiten innen auch. Und dementsprechend muss der ein bisschen angepasst werden. Und ja, jetzt probiere ich ihn erstmal an. Das ist ganz gut, wenn man sich da wirklich viel Zeit nimmt. Also auch eventuell, wenn ihr ihn schon bestellt habt oder mit nach Hause nehmt, dann echt nochmal hinsetzen und vielleicht irgendwie arbeiten oder Fernseh schauen, einfach mal 1, 2, 3 Stunden die Skischuhe anhaben, weil wenn da schon was drückt, dann wisst ihr, dass es am Berg auf jeden Fall drücken wird und dann taugt es leider nicht. Die kann ich dir gleich anpassen, aber die Schalen anpassen, dazu müsstest du den Schuh da lassen. Und der wird dann aber auch auf. Genau. Jetzt habe ich euch mal kurz die Stimme vom Fachberater drin gelassen. Den kenne ich schon von damals noch und die haben echt richtig dazugelernt in meinen Augen. Also ich bin den Skischuh jetzt auch schon einmal gefahren mittlerweile und ich muss sagen, bisher hatte ich keinerlei Probleme. Also es war nur ein Skitag mit meinem Kleinen, deswegen kein ganzer, kein riesiger, also ist noch ein Unterschied. Aber trotzdem, manchmal merkt man schon da, dass was wehtut. Also bei mir wurde jetzt erstmal nur der Innenschuh angepasst und das war schon mal richtig gut. Und was sie auch noch machen könnten, ist eben die Schale ausbeulen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die auszufräsen, aber das macht der Bitli jetzt nicht. In meinen Augen ist es letzten Endes auch total egal, ob rausgefräst oder eben ausgebeult durch Wärme. Hauptsache, der Skischuh passt. So, jetzt machen wir den mal warm. Peinlich. Ist geil. So muss es sein. Jetzt werden die Füßchen ausgepolstert, sodass der Schuh ein bisschen angepasst werden kann und da, wo es sein soll, mehr Platz bekommt. Lasst euch nicht stören von dem Köfferchen, so sehen die immer aus, würde ich behaupten. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Das ist beim Schäumen übrigens auch nichts anderes. Da werden auch einfach nur die Punkte abgeklebt, die empfindlich sind, damit die ein bisschen mehr Platz bekommen und der Rest wird einfach nur in den Fuß angegossen. Und in dem Fall wurde jetzt eben einfach nur der Innenschuh warm gemacht und trotzdem wurden eben diese Punkte abgeklebt. Und ja, dann kriegt es auch mehr Platz. Ich stehe jetzt 10 Minuten da und mein Schuh wird ausgerollt. Der ist ja aufgewärmt worden. Jetzt kleben diese Kleberchen auf den Stellen, die eben nachher breiter werden sollen. Also bei mir auf den Zehen und innen am Sprunggelenk. Und ja, jetzt muss ich warten. Aber der Schuh ist schön warm. Ist also okay. Zweiter Stock, jetzt geht's wieder runter. Ich bin erfolgreich. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Aber angefühlt hat sich sau gut. Und der ist schon ewig beim Bissl. Ich kenne den noch, wo ich noch ein Kind war. Das war jetzt aber Zufall. Ich habe mich nicht angemeldet. Aber es ist natürlich umso schöner, finde ich. Also richtig gutes Erlebnis. Das kann eigentlich nur gut werden. Und dementsprechend, bald geht's auf die Piste. Dann schauen wir, wie der Schuh performt. Zurück im Auto. Alles ganz normal bezahlt.
Ich habe da noch nicht gefilmt, weil man braucht doch immer ganz schön Eier zu fragen, darf ich filmen? Ist es okay? Alle schauen einen an. Wenn ihr wüsstet, wie schüchtern ich früher war, das ist für mich tatsächlich eine ganz schöne Überwindung. Und trotzdem macht es mir so viel Spaß. Und ich bin echt jetzt richtig gut gelaunt. Ich freue mich sehr auf einen angepassten Skischuh. Ich zeige euch nachher auch noch, welches Modell es jetzt genau geworden ist. Ist ein Herrenmodell, hat seine Gründe. Ich bin halt doch ganz schön groß. Und dementsprechend ist der Schuh ein bisschen höher geschnitten. Ist jetzt halt leider nicht in Damenfarbe, aber schwarz passt überall, würde ich sagen. Style ist schon auch wichtig, aber beim Schuh zählt vor allem die Performance. Bei uns ist jetzt das große Chaos ausgebrochen. Wir richten uns gerade her zum, was machen wir? Bob und Skifahren. Ganz genau. Und da brauchen wir viele Sachen. Ja. Mach das Schwarzkraft und dann Schneemobil und Dina. Okay, und was brauchen wir sonst noch so? Die Sachen. Die Sachen. Die da. Die da. Alle. Ja. Boah. Bereit? Ja. Im Moment hat es ja fast überall bis ins Tal runtergeschneit. Und da muss der Schnee natürlich genutzt werden. Bei uns geht es jetzt gerade den Berg rauf mit der Gondel. Und du zählst die Gondel oder liest, was für Aufschriften draufstehen? Ja. 1, 6. Ja, das ist die 16. Und Wetter ist noch ein bisschen bedeckt. Aber trotzdem sehr, sehr winterlich und schön. 6, 2, 62. Freust du dich? Ja. Ja, fahr. Jetzt, wo ich weiß, dass er bremsen und auch lenken kann, habe ich ihn natürlich von Anfang an alleine fahren lassen. Cool. Mein kleiner Spatz hat den Spielplatz entdeckt. Das ist das Hexenwasser im Sommer. Und jetzt schauen wir uns das mal an auf den Schienen. Klappt mega gut, aber er hat tatsächlich ein bisschen Respekt. Aber es ist wenig los, also echt absolut super. Das ist übrigens unser Ausblick gerade eben. Die Sonne traut sich noch nicht ganz durch, aber immerhin einigermaßen. Und wir gehen schaukeln? Ja. Juhu! Super! Coolio! Ganz schnell? Nein, es wird nicht schlimm. Das ist alles eine blaue Piste und wir fetzen jetzt zur Gondel. Mama, eine Kinderpiste? Ja, kannst du fahren. Jetzt beginnt da die ersten Wegchen zu fahren. Nur noch ein bisschen zu langsam. Gewicht nach vorne, auf die Knie, die Hände vielleicht, dann tust du dir leichter. Ja, gut, 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 gut. Und mit dem Spaß kommt dann auch die Selbstsicherheit. Jetzt steht er schon ganz anders drauf. Da sind schon die Off-Piste-Gene am Start. Okay, gut. Bremsen kannst du ja? Okay. Das sind die Momente, wo ich natürlich ganz gut aufpasse, dass niemand auf der Piste ist. Und trotzdem passiert nachher noch das, womit ich niemals gerechnet hätte. Ja, bitte. Gut gemacht. Cool, oder? Was meint ihr? Juhu! Wir sind wirklich nur eine Runde gefahren und ich habe hier auch relativ wenig geschnitten. Er hat so schnell an Selbstsicherheit und Spaß gewonnen. Und hier hat es ihm dann gerade so richtig Spaß gemacht. Und ja, er lehnt noch ein bisschen in die falsche Richtung, aber mein Gott, er lernt es ja gerade erst. Und er hatte einfach nur Freude am Fahren. Es hätte so gut werden können. Ja klar, komm mit. Im Nachhinein betrachtet fährt der Skifahrer schon relativ nah an ihn ran und der Snowboarder im Roten, der liegt gerade. Das ist dann derjenige, wo es passiert. Ihn hat gerade jemand über den Haufen gefahren. So ein Mist, es war echt nichts los und er hat genau geschafft, in ihn reinzufahren. Wirklich, ja, gerade in dem Moment, wo es ihm angefangen hat, Spaß zu machen, hat ihn einer voll über den Haufen geräumt und jetzt hat er halt total Angst, was ich auch verstehen kann. Ich meine, wir können froh sein, das sah echt übel aus. Die haben sich mehrfach zusammen überschlagen, halt ein Erwachsener. Mit dem Snowboard, also so richtig dazwischen, also weil das hängt ja dann auch noch alles fest. Jetzt ist halt einfach so die Laune fürs Skifahren weg. Und trotzdem ist er noch alles alleine runtergefahren. Ich habe ja der Skilehrerin in Sölden versprochen, dass ich ihn nicht mehr auf die Schulter nehme und ich halte mich bisher auch noch brav dran. Die Talabfahrt ist erfolgreich absolviert. Cool, Spazi. Ich weiß, das war schwierig. Du hast es super gemacht. Super gemacht. War schlimm? Ja. Aber erst nach dem Zusammenstoß leider. Das ist echt so schade. Er hat so viel Spaß gehabt. Aber gut, kann man nichts machen. Jetzt hätte ich doch fast vergessen, euch den Skischuh tatsächlich noch zu zeigen. Also wie gesagt, ich bin ihn jetzt schon gefahren. Er hängt jetzt beim Trocknen auf der Heizung oder besser gesagt, er liegt, steht, wie auch immer. Das ist die Schale. Also es ist wirklich der Scarpa geworden. Im Prinzip der, den wir auf der Messe gesehen haben. Nur jetzt eben, wie gesagt, das Herrenmodell. Und der ist hier etwas höher geschnitten. Und dadurch, dass ich eh recht lange Beine habe, ist es perfekt, weil dann habe ich noch ein bisschen mehr Führung und Unterstützung.
Und der Schuh ist ultra leicht. Das ist echt unglaublich. Also mein Altersgabber war ja schon leicht, aber der ist jetzt noch leichter. Und ja, also heute war es wirklich richtig bequem. Ich könnte nichts sagen. So schaut der Innenschuh aus. Ich würde euch immer empfehlen, den zum Trocknen auch wirklich rauszunehmen. Das macht einen riesen Unterschied, weil dann können die so richtig schön auftrocknen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, so eine eigene Sohle drin zu haben, die angepasst ist. Und ja, so sieht es sonst bei uns aus. Hier wird fleißig gespielt untertags. Und ja, die Bikes wohnen auch im Wohnzimmer. Sagt nichts.